Von den bevorstehenden Wahlen in der Türkei hängt im Grunde genommen vieles ab. Das Ergebnis dieser Wahlen entscheidet beispielsweise darüber, ob Schweden der NATO beitreten wird. Die türkische Opposition befürwortet den Beitritt Schwedens zur NATO und verspricht, dies umzusetzen, wenn sie die Wahlen gewinnen sollte. Putin bezeichnet die Aufnahme Schwedens in die NATO wiederum als die rote Linie Russlands und droht indirekt mit dem Einsatz nuklearer Waffen. Dementsprechend hängt von diesen Wahlen ab, ob ein weltweiter bewaffneter Konflikt ausbrechen könnte. Auch ob China in Taiwan eingreifen wird, ob die armenischen Lobbyisten in den USA gestärkt werden und bei den nächsten US-Wahlen die Demokraten unterstützen, und sogar wer die nächsten US-Wahlen gewinnen könnte, hängt davon ab, wer die Türkei regiert. Denn selbst eine einfache Entscheidung über die Aufnahme eines Landes in eine Organisation wie die NATO bewirkt einen Dominoeffekt, den wir uns nicht vorstellen können. Selbst unsere monatlichen Strom- und Gasrechnungen sowie die Spritpreise hängen von den bevorstehenden Wahlen in der Türkei ab. Entweder bleibt Erdogan an der Macht und klärt alles nach wie vor professionell, auf Augenhöhe und zugunsten des Volkes bzw. zugunsten der Weltbevölkerung, wie zum Beispiel im Fall des Getreidekorridors, weswegen es bisher keine Lebensmittelkrise in Europa gab, oder die Opposition kommt an die Macht und wird zum Handlanger der USA und führt die Befehle des Westens aus.